Die Dunkelheit in der Dunkelheit jagt sich selbst. Sie jagt sich so lange, bis sie sich selbst entzündet. Es wird hell, so hell hat es noch keiner gesehen. Jagt sich, rotiert um sich selbst, fängt an zu tanzen, wird zum Irrlicht im unendlichen Raum. Es ist nicht still. Sie macht Musik, die Musik, die sich durch Raum und Zeit nicht verirrt. Sie tanzt in einem Sektor, der uns noch nicht bekannt ist. Diesen Ort möchten wir in uns finden, der zwar begrenzt ist, aber es wird sich in uns finden. Dies Irrlicht bricht in uns aus, ist wild, schlägt um sich, aber wird gehalten durch ihre eigene Rotation um sich selbst. Sie schlägt so einen wilden Takt an, dass sie sich fast selbst verschluckt, spuckt sich dann wieder aus, um einen neuen Takt anzustimmen. Irrlicht heißt nicht Irrlicht, weil es herumirrt, denn es irrt nie. Es tanzt einen Takt, den wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir meinen, wenn wir überhaupt eine Meinung haben, irren wir uns gewaltig. Schau dir den Tanz an, des Irrlichtes. Wenn wir es hören, dann wird uns dieser Takt ergreifen und mitreißen. Die Faszination der Farben ergreift dann unsere Seele, unseren Geist. Wir werden vor Freude weinen, wenn uns dieses Schauspiel des Irrlichtes ergreift. Denn es ist noch so unendlich weit weg, so weit, dass unsere Gedanken schon anfangen, dorthin zu tanzen. Wir tanzen nicht nur die Farben des Irrlichtes, nein, wir tanzen auch den Rhythmus der Kraft. Die Farben, die wir spüren, auch in uns fühlen, lässt das Irrlicht in uns selbst tanzen. Denn unsere Gedanken können diese Rotation des Lichtes kaum länger folgen, weil die Faszination so groß wird, dass wir unser eigenes Bewusstsein verlieren. Unser Aufwachen wird schwer werden, weil wir unsere eigene Realität mit der des Irrlichtes verschmelzen könnten. Es versucht uns in sich zu ziehen, einzuvernehmen, dass unser Bewusstsein nicht mehr in uns weilt. Irrlicht hat nicht diesen Namen bekommen. Nein, wir werden in die Irre gelockt, dass wir aufpassen müssen, nicht fehlgeleitet zu werden. Denn wir sind stark, ich hoffe, stark genug, dem Irrlicht nicht zu verfallen. Wir haben in uns die einmalige Chance, das zu bleiben, was wir sind. Im unendlichen Raum der Zeit des Irrlichtes haben wir eine Menge zu verlieren. Aus Wirklichkeit und der Trance wieder mit den Beinen auf unserem Planeten Fuß zu fassen, wird nicht so einfach sein, wie wir alle meinen. Viele irren herum, aber die meinen, dass sie nicht irren, die irren sich gewaltig. Nur gemeinschaftlich werden wir diese Faszination des Irrlichtes widerstehen.